Schneeflockenlidschatten, Kristall-Make-up-Pinsel, ein Schneemann-Lippenbalsam und ein Karotten-Make-up-Ei. Seht euch einen Make-up-Kampf zwischen Elsa und ihrer Schwester Anna in unserem neuen Video an. Anna freut sich auf ihre Schwester Elsa. Sie hat den Palast den ganzen Tag über dekoriert. Aber wo ist sie? Sie muss bei einem Schneeballwettbewerb sein. Es kommt jemand. Unser geheimer Klopfcode. Hier ist Elsa. Willkommen in unserem tollen Zuhause. Anna hat alles dekoriert, Geschenke verpackt und Weihnachtsstrümpfe aufgehängt. Gefällt es dir? Anna hat definitiv ein Talent für die Schlossdekoration. Elsa liebt es. Sie möchte für ihre Schwester ein Geschenk machen. Schließ deine Augen. Schau, was ist in diesem Karton? Es ist Olaf und in ihm verbirgt sich ein Lippenbalsam. Mal deinen Balsam weiß. Formt dann Ton zu Bällen. Sie sollen der Körper und die Füße von unserem Schneemann sein. Formt dann Olafs Kopf. Verwendet einen Zahnstocher, um die Details zu formen. Das Lächeln und ein Loch für die Nase. Bringt die Frontzähne an. Zeichnet die Hände und die Haare vom Schneemann auf Backpapier und geht die Zeichnungen mit Heißkleber nach. Legt die dünnen Drahtstücke auf die Arme, bevor der Kleber aushärtet. Entfernt das Backpapier, wenn die Teile ausgehärtet sind, und beschichtet sie mit brauner Acrylfarbe. Klebt den Körper und den Kopf auf den Behälter. Befestigt die Füße auf dieselbe Weise. Fügt eine Karottennase und Tonaugen hinzu. Zeichnet Augenbrauen mit einem Marker und bringt die Haare an. Steckt die Arme in den Tonkörper und befestigt noch die Tonknöpfe. Was für ein süßer Schneemann! Olaf liebt warme Umarmungen. Er ist sehr charmant. Aber machen wir uns wieder an die Arbeit. Unser Weihnachtsbaum braucht Schnee. Vielleicht kann Elsa spezielle Schneeeffekte hinzufügen. Elsa trifft sie mit einem Schneesturm. Elsa ist so wütend, dass sie in die Berge rennt, damit sie niemanden mehr verletzt. Anna ist ganz alleine und beschließt sich, ihrer Eisangst zu stellen. Wo ist ihr warmer Spiegel? Zeichnet parallele Linien auf dem Spiegeldeckel. Tragt Heißkleber auf, um ein Strickmuster herzustellen. Es soll wie ein Strickpullover aussehen. Beschichtet es mit Acrylfarbe, wenn der Kleber getrocknet ist. Malt dann ein Reh darauf. Fügt noch hellblaue Akzente hinzu. Anna schaut sich den Schaden genauer an. Ich muss schnell diese weiße Strähne wieder loswerden. Außerdem muss ich meine Schwester zurückholen. Elsa versucht, sich irgendwie abzulenken. Sie friert die Schminke aus Trauer um sie herum ein. Sogar ihr Lieblingslidschatten verwandelte sich in eine Schneeflocke. Verfolgt ein Lidschattenbehälter in der Mitte mit einer Styropor-Schneeflocke. Macht dann mit der beheizten Düse eine Vertiefung. Verklebt den Lidschattenbehälter. Beschichtet die Schneeflocke mit Kleber. Und bestreut es mit weißem türkisfarbenen und hellblauem Glitzer. Bedeckt die Kappe mit klarem Nagellack. Bestreut es noch mit Glitzer. Verzieht die Schneeflocke mit Strasssteinen in verschiedenen Farben und Formen. Klebt ein Herz in der Mitte an. Es spielt keine Rolle, wie viel Schnee dort ist. Elsa denkt immer noch an ihre Schwester. Was hat sie nur gemacht? Anna friert. Aber Elsa hat Angst, sie noch mehr zu verletzen. Sich in ihrer Eisburg zu verstecken, ist für alle das Beste. Sie wollte doch nur Schnee für den Baum zaubern. Jeder Detektiv wäre auf Anna neidisch. Sie findet die Eisburg mit Hilfe von Pinguinen. Und sie bittet Elsa, nach Hause zu kommen. Elsa sieht, dass ihre erstarrte Schwester leidet. Aber sie hat zu viel Angst, sie wieder zu verletzen. Doch Anna hat sich vorbereitet. Sie hat Svens Lieblingskarotte mitgebracht, um Elsa an ihr Zuhause zu erinnern. Zeichnet Karottenblätter auf grünem Schaumstoff und schneidet es aus.
klebt es an einem orangefarbenen Make-up-Ei an. Elsa erinnert sich an ihre Kindheitsspiele mit ihrer Schwester und beschwört einen Schneemann. Aber es ist kein normaler. Ihr braucht einen Schwamm und schneidet die Oberseite ab. Umrundet ihn so, dass er wie ein Schneemann aussieht. Bringt die Perlen an, um Augen zu formen. Und eine Schaumgummiplatte für das Lächeln. Wow, dieses Make-up-Ei erinnert Elsa daran, wie sie sich für ein Ball geschminkt hat. Oh, die guten alten Zeiten. Ich kann nicht anders. Elsa wird zusammen mit Anna nach Hause gehen. Elsa kümmert sich so gut sie kann um ihre frierende Schwester. Eine warme Decke, heißen Tee. Und was ist das? Süße Zuckerstangen? Wartet, das sind keine normalen Zuckerstangen, sondern Make-up-Pinsel. Rollt Ton und schneidet ein Ende ab. Steckt dann den Griff von einem Make-up-Pinsel hinein. Biegt das andere Ende, um eine Zuckerstange herzustellen. Und lasst es aushärten. Malt eine Spirale mit Acrylfarbe, so dass sie wie eine Zuckerstange aussieht. Beschichtet den Zuckerstangen-Make-up-Pinsel mit klarer Acrylpolitur, damit er glänzend aussieht. Diese Pinsel sind so schön. Make-up ist natürlich besser als Süßigkeiten. Danke, Schwester. Was für ein tolles Geschenk. Aber das ist noch nicht alles. Elsa zaubert gefrorene Kristall-Make-up-Pinsel für sich selbst. Tragt eine dicke Schicht Heißkleber auf ein Make-up-Pinsel auf. Deckt den gesamten Griff ab. Formt die Facetten mit einem Messer, wenn der Kleber getrocknet ist. Beschichtet es mit Acrylfarben und verwendet kalte Farbtöne. Macht einen gleichmäßigen Farbübergang mit einem Pinsel. Bedeckt es mit Acrylperlenfarbe. Wow! Diese Pinsel sind einzigartig. Elsa ist ein Experte für Magie. Beide Sets sehen toll aus. Wir stehen jedoch vor einem Problem. Womit können wir sie verwenden? Elsa hat immer Make-up dabei. Es ist in einem ungewöhnlichen Medaillon. Zeichnet ein Schneeflockenmuster mit einem Marker auf einem Puderdeckel. Zeichnet dann die Kontur mit Heißkleber nach. Beschichtet den gesamten Deckel mit Acrylfarbe, wenn der Kleber getrocknet ist. Deckt den Hintergrund mit klarem Acryllack ab und bestreut es mit blauem Glitzer. Malt die Schneeflocken silber. Klebt ein silbernes Band an der Unterseite an. Elsa gibt ihrer kleinen Schwester ihr Medaillon. Was für ein Geheimnis befindet sich da drin? Anna öffnet das Medaillon und da ist Gesichtspuder drin. Ich kann mein Gesicht schminken, nachdem ich im Schnee gespielt habe. Elsa und Anna probieren ihre Pinsel aus. Das Gesichtspuder ist echt toll, aber etwas stimmt nicht. Anna geht es nicht besser, also hilft uns Make-up auch hier nicht weiter. Man kann ein gefrorenes Herz nicht mit Make-up bedecken. Was sollen wir machen? Wie kann Elsa ihre Schwester helfen? Oh, Anna friert. Sogar der Kamin kann nicht helfen. Elsa sieht ein erfrorenes Herz in Annas Händen. Sie muss sofort etwas tun. Ritzt mit einem Zahnstocher ein Schneeflockenmuster auf einem Lippenbalsam. Mischt etwas Lippenbalsam mit blauer Lebensmittelfarbe. Fügt weißen essbaren Glitzer hinzu. Schmelzt es in der Mikrowelle. Füllt das Schneeflockenmuster mit der blauen Mischung und nehmt einen Zahnstocher. Nehmt die Hälfte von einer klaren Herzform und legt den Balsam hinein. Fügt zum Wasser etwas blaue Lebensmittelfarbe hinzu und gießt es in die Form. Lasst es dann einfrieren. Gießt dann farbiges Wasser in die andere Hälfte und bedeckt es mit der gefrorenen Hälfte. Legt es noch in den Gefrierschrank. Elsa schmilzt das Eis mit ihrem warmen Atem. Hier ist das Stück Eis, das meine Schwester ins Herz gefallen ist. Anna taucht plötzlich wieder auf. Das ist der Zauber der Liebe. Er ist stärker als jede andere Art von Magie. Das Eis wird Anna nicht mehr schaden. Eigentlich kann es sehr hilfreich sein, denn das ist ein schöner Lippenbalsam. Sie hat keine Angst vor der Schneeflocke. Dieser Balsam schützt die Lippen vor Kälte. Anna hat ihrer Schwester vor langer Zeit ihren ganzen Eiszauber vergeben, weil sie sie sehr mag.
Wie fandet ihr unser märchenhaftes Make-up? Dann schreibt uns, wessen Make-up ihr am besten fandet. Elsas oder Annas? Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.